Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer draußen, wenn es um Modeleister geht. Ich habe mir überlegt, irgendjemand von euch vielleicht Bock, mein Intro mal zu machen. Intro, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei That's Me, herzlich willkommen bei Modeleister. Da habe ich mir einfach mal gedacht, hey, vielleicht hat jemand von euch da Bock, da draußen mein Intro mal zu sagen. Und wenn du, ja, irgendwie, der da jetzt gerade draußen sitzt, oder sie, also auch Mädels, ihr seid auch herzlich willkommen. Wenn ihr Bock habt, ja, in mein Video mit reingeschnitten zu werden und mal mein Intro zu sprechen, dann macht das doch einfach mal. Dann ladet das Video auf YouTube hoch, schickt es mir an hier, an diese E-Mail-Adresse info@mark-eggers.de und dann werde ich das im nächsten Video mit reinschneiden. Ich denke mir, warum nicht mal die Community mit einbeziehen? Ich bin immer noch am Labern. Ich laber hier den ganzen Tag meinen Scheiß. Ich will euch auch mal die Möglichkeit geben, in meinem Video stattzufinden, ein bisschen zu quatschen. Macht dieses Intro, ja, macht ein Video und ladet hoch mit einem wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Leister geht. Und danach könnt ihr noch sagen, was ihr wollt, und wenn es cool ist, schneide ich es noch mit rein. Macht kreativ, sagt, was ihr wollt. Ich finde das auf jeden Fall ganz lustig, wenn man sowas mal macht. Schneidet euch gerne mal rein, damit ihr nicht immer nur meine dumme Stimme hier am Anfang hört. Ich denke, das scheint den einen oder anderen ziemlich gut zu gefallen. So, kommen wir zum heutigen Video. Und zwar, das heutige Video ist Winterboots für den Herren. Ihr habt mir ziemlich viele Nachrichten geschrieben, welche Boots kann man jetzt tragen. Marc, erzähl doch mal, gib uns ein paar Tipps. Und ich habe die Kamera mitgenommen, bin im wunderschönen Berlin rumgelaufen und habe mal ein paar Winterboots für euch rausgesucht. Ja? Ich muss auch dazu sagen, ich versuche tatsächlich bei diesen Videos immer in Geschäfte zu gehen, die ihr meistens auch bei euch habt. Ja? Nicht jeder kommt aus einer Großstadt, tatsächlich denn Geschäfte zu finden, die es ziemlich oft vertreten gibt, wie Zara, wie H&M, wie Götz zum Beispiel. Das heißt, ich war als allererstes bei H&M. Da habe ich folgenden Schuh gefunden. Also ich habe das mal abgefilmt. Ich blende jetzt auch Bilder mit ein, damit ihr die sehen könnt. Und zwar diesen hier. Ich hatte den vor 3 Jahren circa mal, Venti, hatte ich einen Kampagnenschuhhersteller. Und da hatte ich die ziemlich oft an zu wirklich feineren Outfits und ich finde die richtig gut. Das waren andere, das ist jetzt sozusagen die günstige Variante davon. Der Schuh liegt bei 59,99 €. Aber mir hat der ziemlich gut gefallen. Ich mag auch diese Sohle, der ist sehr, sehr bequem und den kann ich auf jeden Fall für den Winter empfehlen. Vorab sage ich euch auch ehrlich, Winter ist halt immer so eine Jahreszeit, da muss man halt gucken, dass das Ganze meistens mehr funktional ist als optisch. Natürlich versucht man da auch gerade ich immer den besten Weg zu finden und meistens frieren meine Füße, aber gerade bei sowas ist es halt cool, dass das halt auch Winterboots sind, die einfach auch warm halten und trotzdem stylisch sind. Ja, also der liegt bei 59 €. Dann als nächstes bin ich bei, achso übrigens, es gibt noch mehrere Winterboots dort, aber das waren die, die mir am besten gefallen haben, ja, die ich euch einfach mal vorstellen möchte. So, als nächstes bin ich dann zu Zara gegangen und Zara hatte einen richtig coolen Schuh, den habe ich schon das letzte Mal beim Shoppen da gefunden, da ich aber sehr gut ausgestattet bin, ich glaube ich habe 4 oder 5 Paar Winterboots, da reiße ich mich jetzt auch zusammen und sage, okay Marc, es reicht, du brauchst jetzt nicht noch mehr Winterboots. Auf jeden Fall habe ich diesen Schuh dort gefunden, schau mal, ich blende den jetzt mal ein. Preislich liegt der bei 119 €, so ein bisschen ähnlich wie Doc Martens, aber ein bisschen höher noch. Den fand ich aber richtig cool. Kann man auf jeden Fall perfekt zu einer Lederjacke auch kombinieren. Ja, richtig cool. Schwarze, enge Hose dazu. Ja, auf jeden Fall. Zara 119 €. Dann als nächstes bin ich ins KDW gegangen. Der ein oder andere Berliner wird es sicherlich kennen, aber man kann die auch online bestellen. Gibt es auch bei Götz. Und zwar Timberlands. Ist eigentlich ein Klassiker. Super viele Leute laufen damit rum, aber der geht einfach irgendwie immer. Den kann man auch die nächsten Jahre noch tragen. Diese Timberlands sind von der Qualität her richtig, richtig, richtig gut. Der Schuh liegt bei 199 €, ist auf jeden Fall nicht günstig, aber wirklich von der Qualität her ist gut. Ich mag halt auch diese Farbe, die ihr jetzt seht hier. Ja, ist halt so wirklich zu dicken Winterjacken und so, sieht man auch viele Leute drauf, aber ich dachte, den packe ich auf jeden Fall nochmal mit in das Video rein. Dann als nächstes haben wir die Doc Martens. Ja, ihr wisst es, das ist echt einer meiner Lieblingsschuhe. Ich trage die lange, gibt es auch schon seit, was weiß ich, wie viele Jahrzehnten Leute mit Doc Martens rumlaufen. Hier seht ihr die nochmal in so einem dunklen Weinrot. Finde ich auch ganz gut, müsst ihr mal drauf achten. Doc Martens hat tatsächlich auch richtig viele coole Farben im Sortiment. Schaut mal nach, also nicht immer nur die klassischen schwarzen, sondern hier. Ich war bei Götz, habe mir die bei Götz angeguckt, da lagen die bei 155 €. Ich glaube aber, dass ihr die online noch günstiger bekommen können. Ansonsten gibt es ja auch in einigen Städten richtige Doc Martens Stores, findet ihr auch nochmal andere Farben, auch für alle Frauen, also da gibt es echt wirklich coole Variationen. Ansonsten, ja, ich habe es schon mal erwähnt, Doc Martens, mega unbequem am Anfang, aber dann, wenn man die erstmal eingetragen hat, dann ist das ein richtig guter Schuh, perfekt für den Winter, halten sehr, sehr warm. So, als nächstes war ich bei Diesel und ich habe mir im letzten Jahr diesen Schuh hier gekauft, zeige ich euch mal.
So, der hier. Und den haben sie jetzt immer noch im Sortiment. Den gibt es jetzt auch in schwarz. Viele Leute haben mich danach gefragt. Ich blende den jetzt mal ein. Der liegt bei 320 Euro. Ist auf jeden Fall nicht ganz günstig. Aber der ist natürlich mal ein bisschen was anderes. Ne? Hier vorne mit dieser Stahlkappe da nochmal drauf und so. Der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Checkt es auf jeden Fall mal ab. Allgemein Diesel. Ich war im Diesel-Store. Wenn ihr mal einen Diesel-Haul von mir sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich denke, ich werde demnächst auf jeden Fall mal wieder einkaufen gehen und die Kamera mitnehmen. Die haben echt einfach gute Sachen. Ich sage euch das ganz ehrlich. Ich finde, die sind von den Schnitten, von den Mustern, so von den ganzen Teilen wirklich extravagant. Es ist was anderes als Zara, H&M und so. Klar, preislich gesehen ist Diesel schon im oberen Bereich, aber ich finde, es lohnt sich schon, weil meistens die Qualität schon gut ist und man tatsächlich wirklich andere Schnitte, andere Muster. Ich kann euch mal so einen Camouflage-Pulli, ich blende den jetzt nochmal ein hier für euch. Schaut mal, der war richtig gut. Und was ich gesehen habe, für alle Frauen da draußen, ich weiß, wir machen hier mehr für Männer, aber schaut mal diese Lederjacke an. Richtig krass, die liegt bei 89 Euro oder so. Wollte ich jetzt auch nochmal ganz kurz hier mit einbringen. Also Diesel auf jeden Fall, wenn ihr mal einen Diesel-Haul sehen wollt oder ich die Kamera mitnehmen soll, wenn ich nächstes Mal shoppen gehe, schreibt es in die Kommentare. Schaut mal bei Götz vorbei. Dann gibt es auch noch Götz 17. Da finde ich auf jeden Fall, dass man richtig gute Schuhe bekommen kann. Jetzt nicht nur für den Winter, Winterboot, sondern auch allgemein feine Herrenschuhe ist immer ganz gut. Dann halt klar Zara, H&M. Ansonsten schaut mal bei All Saints nochmal vorbei. Die haben auch ganz gute Winterschuhe. Packe ich unten in die Beschreibung nochmal rein. Ja, das waren mal meine Top Winterschuhe, die ich derzeit auf jeden Fall gut finde, auf jeden Fall an erster Stelle, sind die Doc Martens. Ja, Leute, vergesst nicht, wer in mein Intro kommen will, schreibt an info@marc-eggers.de, ladet euer YouTube-Video hoch, schickt mir irgendwelche Sachen, seid kreativ, macht das Info, macht das Intro. Ich freue mich auf jeden Fall über alle Einsendungen. Vielleicht gefällt euch das und das ist mal eine ganz gute Idee, euch mit einzubeziehen hier bei mir in mein ganzes Geschehen. Mein Name ist Marc Eggers, bis bald, macht's gut, setzt mir euer Kanal für Mode und Lifestyle, bis demnächst.